So, herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Commentary von mir. Wieder Freestyle, wieder ohne Vorbereitung, wieder ohne irgendwelche Zettelchen. Ja, ich habe hier eben die neuen Maps angespielt. Ich habe die Maps insgesamt viermal gespielt. Also zweimal hier Piazza und zweimal die andere Map, Liberation oder irgendwie sowas heißt die. Ja, mein erster Eindruck hier zu dieser Map Piazza ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, die Map ist auf jeden Fall sehr, sehr verwinkelt, was nicht unbedingt schlimm sein muss, aber wie auch in allen anderen Maps, in allen anderen Shootern, kommt es immer wieder auf Leute an, gegen die man spielt. Also wenn man Leute hat im Gegnerteam, die offensiv spielen, die nicht irgendwie mit Blind Eye Assassin und Dead Silence und ihr RPG in der Hand in der Ecke schimmeln und warten einfach nur, dass einer vorbeirennt, dann ist es auf jeden Fall eine richtig geile Map. Mir hat's auf jeden Fall, also die zwei Runden, wo ich gespielt habe, hat es mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ist auch eine richtig farbenfrohe Map. Ich bin ja ein Freund der Farbe. Ja, deswegen mochte ich damals auch in MW2 Underpass schon nicht. Weil da ist irgendwie. Das sieht genau aus wie Deutschland im Herbst. Ist andauernd am Regnen so und sowas will ich in. Sowas habe ich im Real Life. Wenn ich aus dem Fenster gucke und es regnet die ganze Zeit und der Himmel ist trüb und grau. Das habe ich im Real Life schon, das brauche ich nicht hier auch schon. Deswegen kommt mir diese Map auf jeden Fall richtig entgegen. Atmosphärisch auf jeden Fall. Und ich kann sagen, ja. Wenn die Gegner mitspielen, dann macht die Map auf jeden Fall richtig Fun. Und ja, trotz der vielen Gebäude auf der Map ist diese Map auf jeden Fall Killstreak-freundlich. Und das kann ich auf jeden Fall sagen, weil es gibt zwar viele, viele Gebäude und viele, viele Gassen und hast du nicht gesehen, aber es gibt nicht wirklich viele Gebäude, wo man jetzt reinrennt und da ist ein Raum nach dem anderen und eine erste, zweite, dritte Etage und noch ein Erdgeschoss. Das gibt es hier auf der Map nicht. Das finde ich auf jeden Fall schon mal geil. Ansonsten. Ja, kurz dazu, wie ihr diese Maps kriegt. Also momentan ist das so, dass nur die Xbox-Leute die Maps bekommen können. Ich weiß nicht, wann die Maps für PS3 und PC rauskommen. Da müsst ihr die Kommentatoren fragen, weil mich haben echt Unmengen Leute angeschrieben, so die auf PlayStation spielen oder PC spielen, wann die Maps dann für ihre Plattform rauskommen. Das fragt ihr am besten eure Kommentatoren, die auf den Plattformen spielen. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hoffe bald, weil ich finde das einfach nur Kacke, dass irgendwie hier Plattformen bevorzugt werden und bla und blub. Ja, ich kann das einigermaßen nachvollziehen, weil wahrscheinlich, so wie ich mir das vorstelle, ich habe jetzt keine irgendwelche Beweise oder Indizien, dass das so ist, aber auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass Microsoft da ordentlich Geld hingelangt hat und da als Bedingungen gemacht hat, hier, dass die Maps als erstes für die Xbox rauskommen und die anderen Plattformen halt ein bisschen später. Ja, Microsoft kann sich das erlauben, weil die einfach nur Geld wie Dreck haben. Und natürlich auch, weil der Online-Dienst für die Xbox natürlich Geld kostet. Und ja, da wollen die Microsoft-Leute natürlich, dass hier die Xbox-User sich alle cool vorkommen, weil sie die Maps als erste haben und hast du nicht gesehen, ist ein einziger Kindergarten, aber das ist nun mal so. Das ist die einzige
einzige, auf jeden Fall das einzige, was mir so plausibel erscheint. Worauf wollte ich hinaus? Ja, allgemein, ich find's super dreist und super asozial. Ich sage hier ganz bewusst asozial von Infinity Ward und von Activision sowieso und allen anderen Spieleherstellern, dass sie hier schon bereits verkauftes Spiel, wo sie schon echt einen Arsch voll Geld verdient haben, da immer noch Geld rausschlagen wollen ohne Ende. Und ja, wir im Endeffekt, ich schließe mich selber natürlich mit ein, da auch noch mitspielen und die Leute mit unserem schwer verdienten Geld füttern für Map-Packs und für Add-ons und hast du nicht gesehen, nochmal und nochmal und nochmal Geld zu bezahlen. Ja, das gab's alles früher nicht. Also die ersten Shooter, die rauskamen, die online Multiplayer-fähig waren, da gab's die Maps geschenkt. Also ich kann mich an Soldier of Fortune erinnern, das war einer meiner ersten Ego-Shooter-Spiele und da kamen 4 Maps, glaube ich, raus und die waren alle kostenlos. Und das ist einfach nur fair, weil im Endeffekt bezahlt man 60, 70 Euro für so ein Spiel und da auch noch für Spielinhalte, die sowieso schon auf der CD vorhanden sind, weil ihr ladet euch nicht die Map runter, also der Download, den ihr macht, wie verpacke ich das jetzt am besten? Also den Download, den ihr macht, das ist nur ein Schlüssel, um die Maps, die sowieso schon auf euren CDs enthalten sind, freizuschalten. Das heißt, ihr kauft, also jeder, der sich MW3 geholt hat, der hat alle Map Packs, die es gibt, auf dem Spiel drauf. Kann sein, dass ich Blödsinn quatsche, aber das war früher so. Und wenn ihr mal nachschaut, wie groß die Dateien sind, die ihr runterladet. Also ich habe für die erste Map, glaube ich, 100 MB runtergeladen und für die zweite war das auch nochmal 100 oder so. Also es ist wirklich nur der Code, um das schon enthaltenen Inhalt auf eurer CD freizuschalten. Ja, also echt, und vor allen Dingen Infinity Ward, echt asozial. Da kann ich nichts anderes dazu sagen. Wirklich ein Spielehersteller, der wirklich Milliarden und Rekorde gebrochen hat. Der wirklich Milliarden, das müsst ihr euch mal vorstellen, das sind 1000 Millionen Euro oder Dollar, wie ihr auch immer wollt, die wirklich Milliarden an diesem Spiel verdient haben. Und immer noch den Hals nicht voll kriegen, das finde ich einfach nur erbärmlich. Wirklich erbärmlich. Dass man sich das als dass man sich das als als so ein Spielehersteller, der so viel Geld und so viel Erfolg mit einem Spiel hat, dass man sich einfach nicht die Freiheit nehmen kann oder nimmt, die Sachen einfach kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ich meine, ihr habt echt einen Arsch voll Kohle gemacht, Gewinne über Gewinne, ihr habt Rekorde gebrochen und da könnt ihr doch ein bisschen was an die Community zurückgeben und sagen, komm, wir haben Geld wie Dreck gescheffelt und ihr habt hier ein paar Sachen umsonst. Wir haben ein bisschen Scheiße bei der Spielentwicklung gebaut, dafür kriegt ihr die Maps kostenlos, aber nein. Es muss immer mehr in die Taschen der ganzen Aktionäre und ach, hast du nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall, ich bin total abgeschweift, aber das ist nun mal so. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Die Map ist auf jeden Fall geil, finde ich. Und hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare auf jeden Fall, wie ihr über das ganze Thema denkt, wie ihr die Maps findet, wenn die Xboxer die schon runtergeladen haben. Ja, das war's von mir. Bis demnächst. Peace out.